Yo, was geht ab, Leute? What's poppin' YouTube und willkommen zu einem weiteren Discard Bingo Battle auf meinem Kanal. Und jetzt ist es soweit. Die Prime Icons sind gekommen und wir gehen aufs Ganze. Pushkast steht heute auf dem Spiel. 3,65 Millionen Coins kostet er. Und es kann sein, dass einer von uns beiden den heute discarden muss. Und mein Gast, der sich traut, ist Steph. Ich weiß nicht wieso. Schon wieder so ein teurer Spieler. Hast mich letztens erst mein Herz gebrochen? Heute repariere ich dein Herz. Warme Worte zu Weihnachten, das ist schön. Genau, und ihr könnt auch warm zu Weihnachten sein, indem ihr einen Daumen nach oben da lasst. Für Pushkast kann man, glaube ich, ordentlich rausknallen. Wir machen hier auf jeden Fall wilde Sachen. Wie viele Likes? Geier mal? Beim Geiern würde ich sagen 9000 Likes kriegen wir hin, oder? Ja, das wäre böse, Freunde. Ja, ihr kriegt das hin. Ist eine Challenge. Mal gucken, ob ihr das schafft. Gerne kostenlos abonnieren. Und bei viel FIFA auf dem Kanal gibt es auch nochmal ein Discard-Bingo mit Henri. Abchecken. Freunde, einmal ganz kurz eine kleine Info bezüglich dem letzten Video, wo die Teasys R9 gezogen haben. Es kamen sehr viele Kommentare rein, dass ich 5 Spieler discarden müsste. Aber ihr könnt mir doch nicht meine eigenen Regeln erklären. Freunde, ganz wichtig, das Blitzkau funktioniert nicht so wie früher beim FIFA-Bingo. Das wäre zu krass. Stell mal vor, man bekommt in der ersten Minute Blitzkau und muss dann 9 Spieler discarden, wäre der ganze Account ripped. Deswegen haben wir das so gemacht. Der andere, der kein Blitzkau bekommen hat, hat noch die 12 Minuten Zeit, um aufzuholen. Das hatten Danny und ich bei der ersten Episode verabredet und seitdem auch so angedacht. Deswegen, falls hier heute wieder ein Blitzkau passieren sollte, heißt es aber, dass der andere nochmal nachziehen kann. Das ist schon Strafe genug, wenn der andere 9 Kategorien abgeschlossen hat auf Straightness. Genau, jetzt wisst ihr Bescheid. Das sind die Regeln. Ich hoffe, das stört niemanden. Und jetzt können wir auch anfangen. 12 Minuten Test. Wenn noch ein Kommentar kommt, dass er Wakes abstoßen muss, dann würde ich sagen, stoß doch einfach ab. Dieses Video wird von OneFootball unterstützt. Gönnt euch die App, Link in der Beschreibung. Das sind übrigens heute die Sachen, die zum Discarden anstehen. Hero, RIP. Bei RIP müsste man Pushkast abstoßen. Winter Wildcard, ihr seht alles. Der Gewinner macht das Board fertig, nummeriert die ganzen Sachen. Und dann gibt es wieder Discards. Und jetzt haben wir 12 Minuten Zeit, Packs zu ziehen. Stefan, bist du ready? I'm ready. Ich habe, ohne Spaß, ich habe, glaube ich, seit mindestens einem Jahr kein Bingo mehr gemacht. Deswegen sind ein paar schwierige, tricky Sachen dabei, wo man auch ein bisschen Grips beweisen muss, dass man da auf alles achtet. Falls ihr irgendwas vergessen, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und ich würde sagen, wir starten rein. So, Freunde, die Zeit läuft in 3, 2, 1, boom. Go. Alles klar. Ey, die Frage ist, womit fängt man an, ne? Ja, das ist immer die Frage. Man darf ja 225k-Packs und 200k-Sets öffnen jeweils. Oh, oh. Let's go! Oh, oh, ich hab den ersten Winter Wildcard. Laber nicht. Ja, entspann dich mal ein bisschen hier. Aber es ist leider kein krasser. Okay, warte, ich guck erst mal, ob es hier 3 Deutsche gibt. 1, ja, Mann, 2. Das ist auch ganz wichtig. Bro, ich habe keinen einzigen Deutschen im Pack. Was ist denn hier los? Ja, okay, ich habe die 3 Deutschen schon mal abgeschlossen. Das ist wichtig. Fake. Aber ich habe keinen einzigen Deutschen. Du hast den Winter-Wildcard, ne? Ja, aber leider keinen guten. Also ich hake auch nur eine Sache damit ab. Jetzt Double-Double-Stat, Freunde. Double-Double-Stat ist so schwierig, ne? Aber man kann es schaffen hier in diesen Packs. Oh mein Gott! Warte. Bro, wie soll man denn darauf achten? Das ist unmöglich. Das ist echt schwer, ne? Das kostet dir echt viel Zeit. Entweder gehst du komplett drauf oder du lässt es einfach komplett und ziehst die anderen Dinge durch. Boah, ist schwer. Ich gucke immer so ein bisschen, aber da komplett drauf, wirklich ganz schwierig. Sagst du rusht lieber ein bisschen durch? Ja, ich weiß, es ist schwierig. Man muss halt schauen. Ich hoffe, jetzt noch was Gutes. Knapp. Alles knapp gerade bei mir, Freunde. Hier, er vielleicht? Auch knapp. Digga, das gibt's doch nicht. Gib 79, mir 79? Nein. Ich bin gerade so am Ölen darauf. 77? Hallo, sammel mich nicht dazwischen. Ich konnte hier. Komm runter, ey. Triple's dead. Nein, der hat keinen. Du hast keinen Triple. Entspann dich mal ein bisschen. Ich krieg nur Brasilianer, willst du mich eigentlich fahren? 75? Boah, das ist knapp, hier fehlt einer. Der sammelt mir hier so dazwischen, ich kann mich gar nicht konzentrieren, Freunde. Ja, natürlich, das ist die Ablenkung. Ey, das ist aber echt immer knapp, ne? 74, 77, 78, nein, wie knapp. Oh, Vinicius Junior, ist da noch 40k wert? Oh, Lacroix, ist da noch was wert? Nee, ne? Guck mal, der sammelt mir extra dazwischen, dass ich mich nicht konzentrieren kann. So, ey, das ist aber auch hart. 78? Oh mein Gott, war das wieder knapp. War das wieder knapp. Wir sollten das hinbekommen, Deutschland. Scheiß drauf, weiter geht's, nächstes Pack. Okay, das 125 habe ich schon geöffnet, ich mache jetzt ein 100k Pack auf. So. Das dauert echt viel zu lange, ich blick da auch nicht durch. Ich mache jetzt hier noch die anderen hier, die... Das Ding ist, ich habe gerade fast 2 Minuten, glaube ich, für das erste Pack oder so gebraucht. Das ist ja halt, das ist gar nicht cool. Das ist Quatsch, in der Zeit könnte man die ganzen anderen Dinge abschließen. Double Stat. Ich guck da jetzt einfach... Noch.
so ein bisschen drauf. Aber drei Deutsche, die muss man ja eigentlich schon im Dings dann haben, ne? Gefühlt. In so einem dicken Pack. ZM? Oh mein Gott, nein, ich hab ZM zu ZOM. Zählt nicht, oder? ZM zu ZM brauchst du. 80 A. Ah, das! Yes, let's go! Das ist ein Double-Double-Stat! Bei Mandanda. Im Player-Pick. 81 Positioning und Reflex und 80 Hechten Ballsicherheit. Junge, so ein Lacker, ne? Was soll ich euch erzählen? So nice. Es war im Dings-Pack. Wie heißt die Scheiße? Im Player-Pick. Da war so ein Player-Pick dabei. Ey, ich scheiß gleich auf diesen Double-Double-Stat, ne? Das regt mich gerade auf. Ich bin hier so viel Zeit am Verlieren. 73. Mann! Das ist echt schwer. Zwei haben wir, aber man braucht halt einen Spieler, der noch was wert ist. Inform hatte ich auch schon. Darf ich das jetzt noch abhaken? Wenn du sicher bist, dass du das hattest. 100 Pro. Ja, ich hatte okay, safe. Bachuyai oder so. Ein Stürmer war das auf jeden Fall. Ey, Freunde, scheiß drauf. Ich gehe erstmal auf die ganzen anderen Kategorien. Was soll ich erzählen? Ich gehe als erstes auf diese Kategorien hier. Warte mal. Ich zeig's euch. Ich sag nicht, Stefan, was ich jetzt mache, aber ich gehe erstmal da. Aber du kannst doch einfach alle im Kopf haben und überall nachgucken, oder nicht? Macht aber am meisten Sinn. Ja, halt normal, aber. Nein, ich sag nicht. Catalyst? Ich sag ja, ein Deutsch. Was? MS hast du irgendeinen Trick oder was? Nee. Gibt keine Tricks hier bei dem Format. Es gibt einfach nur, man muss durchziehen und Lack haben und rasieren. Ja. Was hast du denn jetzt alles schon abgeschlossen? Du hast Wildcard, Inform und Double-Double-Set, oder was? Ich sag gar nichts. Ich habe auf jeden Fall mindestens drei Sachen hier abgehakt. Drei Sachen mindestens, ja, okay. 4 Minuten. 3 zu 1 dann wahrscheinlich. 4 Minuten schon um. Das heißt, ein Drittel der Zeit. Futsch, finito, weg. Ey, das Problem ist, ich krieg aber absolut kein Dings, ne? ZM zu ZM habe ich jetzt auch mal. Was soll ich denn damit? Hast du schon die Special Cards weg? Ich habe 200 K-Sets geöffnet, aber die 125er habe ich noch. Sag ich dir nicht. Nein, Hunter Spaß. Und ZOM hab zu ich nicht, ne. Ich habe bis jetzt nur dreimal Deutschland, Digga, sonst habe ich gar nichts. Oh, das sieht gut aus. Sonst habe ich halt gar nichts Discard. Das heißt, momentan 2 Discards für mich, Freunde. Aber das wird sich noch ändern. Ihr kennt das Format. Das ist immer spannend bis zum Ende. Immer ja, spannend Dingen, bis zum Ende. Wenn man dann die Dings noch übrig lässt, ne? Die Special Sets da. Oh, MS zu ZOM? Nein! Ja, genau, also, deswegen. Ich lasse mir auch die Special Packs fürs Ende noch übrig. Rein theoretisch kann man die drei Deutschen, die Icon, den 88 Plus Walkout und 25k einfach nur in dem Ding Set ziehen. Und das, was ich gerade öffne, muss mir auf ZOM, ZM achten und auf Hunter. Ja, genau so mache ich das nämlich auch gerade. Das ist nämlich auch gerade mein Ziel. ZM zu ZDM? Ach, kacke, Mann. ZM zu ZM, ist das Ding selten, oder was? Ich habe alles bekommen, außer das bisher. Nee, ich krieg eigentlich alle Positionen bis auf ZOM zu ZM. Ich glaube, das ist auch das, was 5k wert ist. Kann das sein? Kein Plan, kann sein, ja. Aber was war eigentlich dein Wildcard, den du gezogen hast? Dieser 84er, oder was? Nein, Tarab. Tarab, ZDM, ZM, ZDM, nein! Junge! Und Anker war noch da drin. Ich brauche Hunter, nicht Anker. Ich könnte jetzt eigentlich echt entspannt machen, wenn ich jetzt die Dings, die 125 K-Sets öffne, mir die Icon ziehe und alles andere daraus noch. MS zu ZOM. Stell dir vor, heute kommt wieder Icon, wieder Blitzko wie letzte Woche oder vorletzte Woche, wo ich das Format gebracht habe. Das wäre so. Ja, das kann, halt jetzt nervös machen oder entspannen, wenn ich halt da was ziehe direkt oder nichts ziehe. Weil wenn nichts kommt, dann kriege ich... Wie viel hast du denn? Rashford ist da. Oh, 75. Nein! Wie viele Kategorien hast du bisher? Eine! Ich hab erst eine! Eine! Ja! Kacke, was machst du denn da? ZOM zu MS? Ich krieg nichts. Ich krieg einfach nichts. Ich glaube, ich geh aufs Ganze, Freunde. Ich geh auf die Promo-Sets. Ich muss jetzt nachlegen. 74, 74, 74, 72, 71. Junge. Bro, du hast da gleich 30 Spieler 66, in einem Pack, wenn du da keinen ziehst. 71, 71. Ja, Double-Double-Stat hat der. Double-Double-Stat hat der. Wichtig. Wichtig, Freunde. Boah. Scheiße. Das sind 2 Punkte für dich, ne? Boah, das war wichtig. Und jetzt brauche ich nur noch die beiden Sachen aus den Packs und dann kann ich echt auf die Promo-Sets gehen. Ey, Bro, bei mir ist der Shop gerade ein bisschen in der Krise. Eigentlich selbst schuld. Kann ich nicht ändern. Verzeih mir. EA Sports, Grüße gehen raus. Wegen euch muss ich gleich abstoßen. Da kann ich leider nichts ändern, Digi. Ich habe gerade ganz kurz, ich habe gerade Köln in der Leitung. Ja. Ja. Wir müssen ganz kurz den Timer einmal stoppen. Genau. Müssen wir? Genau, ja. Dankeschön. Also bei mir geht gerade nichts. Soll ich stoppen? Stopp mal kurz den Timer. Okay, 3, 2, 1, stopp. Was ist denn hier los? Die Zeit läuft weiter in 3, 2, 1, go. Go. Die Zeit läuft weiter. So, wir haben jetzt noch 5 Minuten. Ich glaube, ich muss jetzt hier mal kurz was fischen. Was fischst du dir? Ich fisch mir was. Oh! Let's go! 88 Let's go! Alter!
Ah, das ist der 89er und der ist safe mehr wert als Dings, als 25k und 88 plus Ederson. Lüg nicht, guck erstmal nach, ob der über 25k wert ist. Ich kenne die Preise. Ich kenne die Preise. Nein, du musst es da gucken. 30k oder so. Football, ach komm. Irgendwas. Einmal kurz Backen halten. Zwei Punkte haben wir abgehakt hier. Let's Junge, go. Wie viel steht's denn jetzt? Du hast schon zu viel. ZOM zu ZM. Ah, ich Idiot. Zwei Deutsche. Scheiße. ZOM zu ZM. Und ich hab's abgestoßen. Augenblick. Ich hab grad 5 Karten gestoßen, weil ich nervös bin. Das waren 6 Karten, ne? Günther ist ein Deutscher. Wird's der zweite 100 Deutsche. 100 K-Pack, Freunde. Bitte. Bitte. Nein. Ey, Bro, weißt du, was ich gerade mache? Ich gehe kurz in den Kader. Ich muss kurz gucken, ob da noch ein Deutscher war. Ich habe die letzten 6 Karten, die drin waren, erhaltert und bitte ein Deutscher. Brauche ich doch gar nicht. Kein Deutscher. Freunde, scheiße, das kein letzte Deutscher. 125k-Pack. Ich mach's auf. Sollen wir es gleichzeitig aufmachen? Oder ich mach's am Ende auf, damit es spannend bleibt. Damit es spannend bleibt, komm. Freunde. Ich probiere jetzt hier erstmal noch mit 7,5 ein bisschen was zu holen. Ich hab. Boah, du hast viel mehr als ich, ne? Du hast krass viel mehr als ich. Ich hab ein paar Sachen abgehakt, ne? Digga, heute kann's richtig bitter für mich enden. Da habt ihr eure Discards, die ihr von mir sehen wolltet. ZM zu ZOM schon wieder. Was machst du mit mir? Da habt ihr eure Discards, die ihr sehen wolltet. Da ich habt ihr den sie. ZOM zu ZOM. Ja, warte mal. Ich hab, wie viele Sachen hast du? 2? 3? 3. 3 du? Ja, gut. Na, ich hab 5. Ja, okay. 2 Discards gerade. Ah, Shadow. Oh. Shadow bringt nichts. Hunter brauchst du. Ich krieg die falschen Sachen hier. Du kriegst nur den falschen, Peter. Komm runter. Wakes, du hast noch 3 Minuten, ne? 3 Minuten. 3 Minuten. Aber ich habe noch ein 125k-Pack und das kann mich nochmal hart. Ja, Bro, du kannst da easy 2 Sachen rausholen, ne? Ja, also da kann schon gut und gerne mal eine Wildcard, 88 plus, 25k plus Spieler drin sein und ein Inform. Hast du denn, ach, du hast 3-mal Deutschland gehabt, ne? Aber du hast Hunter und ZOM zu ZM hast du auch nicht. Doch, ZOM zu ZM habe ich schon, nur Hunter fehlt. Oha. Bup. Ich habe eigentlich jetzt alles außer Hunter von den schwierigen, also von den Sachen, auf die man so krass achten muss. Der Rest fällt eigentlich direkt auf. Ja, du könntest halt gleich in eine Pack 3 Sachen easy holen. Genau. Ich muss aufs 125k-Pack hoffen. Wenn ich da so einen Modric bekommen würde, der wäre 89 rated, wäre 88 plus, wäre eine Wildcard-Karte, wäre 25k plus wert. Am besten ziehst du R9 und eine Wildcard in einem Pack, dann hast du alles. Ich habe gestern Modric gezogen aus dem 100k-Pack von meinen Weekend League Rewards hatte ich noch. Der war 920k wert, das war brutal. Das ist nice. Hätte ich auch gerne mal so ein Pack. Einfach im Stream gezogen, so aus dem Nichts, so. Boah, war richtig geil. Einfach eine Mio gemacht. Komm, gib mir mal jetzt einen Hunter hier. ZM zu ZTM? Ey, ich krieg die ganze Zeit das Falsche, ne? Ich krieg auch die ganze Zeit Münzen und so. Gleich bei meinem Video ist genau andersrum. Eineinhalb Minuten noch, Freunde. 1,5 Minuten. Ah, ich hatte die Hoffnung, du vergisst die Zeit, wenn ich dich ein bisschen voll laber. 1,5 Minuten. Ich hab wieder ZM zu ZTM. Willst du abhaben? Ja, gib mal einen. Kriegst du aber nicht. Ja, dann krieg ich gleich 2 Hunter in einem Pack. Kriegst gar nichts von mir. Gib doch mal einen Hunter dann ab. Auf korrekt. Ey, ich brauch einfach, gib mir einfach im 7,5k-Pack 3 Deutsche. ZOM zu ZM! ZOM zu ZM! Let's go, es ist so wichtig. Nein, so wichtig. Das heißt 3 Discards, wenn es so bleibt für dich, ne? Weil du gerade so frech warst. Oh Mann, Leute, gib mir Hunter. Gib Hunter. Ey, was hast du jetzt? Du hast noch ein Promo-Set offen, ne, oder? Ich hab noch genau das 125k. Ich auch, okay, das machen wir dann gleichzeitig auch. Eieiei, und ich hab halt ich brauch noch Hunter, Icon und 3x. Ich hab 2x Anker in einem Pack. Gib doch anstatt ein Anker, 2 Anker an Hunter. Alle, die 7,5k-Packs gönnen aber auch. Also ja, die sind immer super sehr eigentlich auch. Walk 88 plus Walkout! 7,5k-Pack! ZTM! Oh, Kimmich! Egal, 88 plus Walkout. Ist der Dings wert, Stefan? 25 ja, plus? Da würde ich jetzt mal ganz schnell bei Foodbin nachgucken. Ja, der ist 40 wert, Freunde. 89er sind schon mehr wert. Jawohl, das hat mir 2 Kategorien gegeben. Letztes 7,5er, dann öffnen wir beide das 125k-Pack, weil dann ist die Zeit um. Okay, also ich bin jetzt soweit für das Dings. Ich brauche noch 3 Sachen. Shadow. Okay, ich lass beide das 125k-Pack öffnen. Was fehlt hast du denn? Ich brauch noch Hunter, ist raus. Ich brauch 3x Deutschland und Icon. Also ich könnte jetzt noch 3x Deutschland ziehen. Ich brauch Wildcard, Inform und Icon aus dem Pack. Das sind die 3 Sachen. Hunter kriege ich nicht mehr. Komm. Das heißt, dir fehlen noch 4 Sachen? Ja, bei dir? Oha, ja, mir fehlen noch 3 Sachen. Okay, 3, 2, 1, letztes Pack. Go. Ey, komm schon. Ey, ich brauch einfach nur Icon. Oh.
Wer ist das denn? Deutsch? Ja, das ist gut! Das ist aber nicht schlecht, weil das ist Cola, das ist 89er. Und der ist Deutscher. Hero, oder was? Ja, ja, Hero. Der ist Deutscher. Der zieht ein Hero. Ey, der ist Deutscher, warte kurz. Warte okay, kurz. Das ist schon mal ziemlich, ziemlich. Ich habe nichts mehr abgeschlossen in dem Pack. Das Oha. Heißt, du hast safe gewonnen. Deutsch. Ja, Mann! Dreimal Deutschland. Nein. Dreimal Deutschland. Nein. Easy. Bro, ich habe hier noch zwei Informs drin. Nein. Und noch ein Graham, also so eine Winter Wildcard. 1, 2, 3, 4, 5. Alter. 5 zu wie viel? Ich habe 7 Sachen. Boah, Discard für mich, Freunde. 2 Stück. Ich würde sagen, wir gehen auf den Transfermarkt. GG's, Stefan. Boah. Let's go. Okay, also mein erstes Board hier, wo nicht 2 Spieler, 3 Spieler draufstehen mit Namen, sondern so eine richtig schöne 1 bis 9 Kombi mit Icon, mit Hero, mit Let It Rip. Mit Wildcard, also es könnte teuer werden. Du darfst mir jetzt wie zwei Sachen sagen, ne? Zwei Sachen muss ich dir sagen. Darf ist eine gute, also, oh, wahrscheinlich darf. Ich bin hier gerade schon auf Pushkast. Im schlimmsten Fall stoße ich jetzt 3,65 Millionen Coins ab, ne? Ist dir klar, Stefan? Mach nicht so mit mir. Ich würde sagen, Bro, ich nehme einmal. Ich weiß ja nicht, wie er sein Wort nummeriert hat, Freunde, wo er was hingeschrieben hat. Ich muss jetzt gut überlegen. Die Chance ist... Ah! Bro, bist du noch da? Ja, ich bin da. Ich halte hier was Schönes in die Kamera. Willst du, kannst okay, du gerne mal angucken. Okay. Ich nehme einmal die Nummer 3 und dann noch die Nummer... Komm, ich gehe aufs Ganze. Nummer 9. 3 und 9. Oh, du kommst gut davon. Du hast einen Hero und Inform. Nein! Bro, das ist, glaube ich, das Beste, was ich treffen könnte. Aber ey, es gibt auch noch einen Ginola, die Natale, die sind auch alle viel wert. Ja, und Abedi, ne? Es gibt schon Abedi, was. Abedi, ja, stimmt. Scheiße, ich weiß gar nicht, ob Hero so geil ist. Womit soll ich anfangen? Inform oder Hero? Inform. Mach Inform. Inform ja, als Inform. Erstes. Okay, Inform, ich gehe auf den Markt und du darfst mir dann eine Nummer zwischen 1 und... Wie viel ist das? Okay. 10, 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1 und 11. Willst du schon eine Nummer? Ja. Ja, komm, geh mal mit der 10, da ist ja eh nichts dabei. Oh, du hast sogar den Besten von der Seite getroffen, Barella. Aber Gott sei Dank ist der nicht mehr so krass viel wert. Aber welcher 86er Inform? Barella Inform. Ist das der erste, ne? Genau. Ich glaube, ja. Er hat noch eine neue Special Card. Ich weiß gar nicht, ob es auch eine Inform ist. Ich glaube, ja. Okay, Glück gehabt bei dem schon mal. Aber hier war eh nicht so viel. Bei Informs, glaube ich, kommt man echt gut davon. Und jetzt noch Hero, ne? Ja, Hero könnte, aber... Jetzt noch Hero. Wo ist denn Hero? Da, Foothelden. Foothelden, ich bin drauf. Oh! Okay, erzähl. Da ist nur Müll dabei, ich seh's schon. Nein. Komm, nimm die 3. Oh mein Gott, Stefan, auf der 4 war Abedi Pelé. Auf der 4 war Abedi Pelé und auf der 3 ist Cahill, Junge. So ein Schmutzspieler, sag ich dir ehrlich. Glück gehabt. Okay, Bro, ich hole mir die beiden. Wo war bei dir Rip auf der Tafel? Rip war auf der 7, also warst du ein bisschen weiter von entfernt. Icon war auf der 2. Ja. Und Wildcard auf der 6. Wow, okay. Alter, okay, du hast so Glück gehabt, ne? Du hast unter mal was. Egal, so vielleicht bei euch auf dem Kanal wird es nochmal dicker. Ja. Da gibt es ja auch nochmal ein paar Discards, das heißt. Check das auf. Achso, warte, lass mich erstmal die Spieler kaufen. Entspann dich mal, wie wär's mal, wenn du hier ein bisschen was abstößt? Ja, ja, warte, ich mach fertig. So, Freunde, die beiden Kandidaten sind in der Gold-Upgrade drin. Ich gebe die direkt ab, ohne zu labern. 9999 Likes wollte ich Stefan sehen. Pusht euch, wir müssen das schaffen. Kostenlos beide Kanäle abonnieren und jetzt Rematch bei den Jungs auf dem Kanal abchecken. Wir sind raus, oder? Willst du noch was sagen? Yes. Nee, ich hab keinen Bock mehr, was zu sagen. Okay, ciao. Haut rein, ciao.